Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich habe eure Kommentare nicht vergessen und habe natürlich auch relativ viel Energie reingesteckt, das Ganze nochmal aufzuwerten. Deswegen hier die kurze und überarbeitete Version inklusive Nachsynchronisation von Level Up Nummer 1. Falls ihr also einer derjenigen seid, die nach einer kürzeren Version von Level Up Nummer 1 gesucht haben, habe ich nun hier für euch die Top 9 Ratschläge zur Suche eures Traumlaptops für Pros. Und zwar: Nummer 1. Sucht euch die Systemanforderungen der Programme raus, die ihr unbedingt benutzen wollt und die am ressourcenhungrigsten sind. Nummer 2. Nutzt zur Suche die Konfigurationsprogramme und Suchmanager von hochwertigen Seiten mit großer aktueller Auswahl, wie zum Beispiel Konrad oder Alternate. Nummer 3. Spezialisiert euch in eurer Suche so weit wie möglich. Greift auf Erfahrungen bezüglich Verarbeitung und Haltbarkeit zurück, um eure Suche weiter einzugrenzen. Nummer 4. Beachtet bei eurer Auswahl das Kleingedruckte, zum Beispiel Features, Anschlüsse, Bauteildaten, Software und so weiter und so fort. Nummer 5. Macht euch immer wieder das Ziel eurer Suche bewusst und seid bereit, Kompromisse einzugehen. Nummer 6. Beachtet bei eurer Suche, dass der Preis nachträglich über alternative Anbieter und Vergleichsseiten reduziert werden kann. Falls ihr euch mit Technik etwas auskennt, könnte sich eventuell auch ein Gebrauchtkauf lohnen. Nummer 7. Vermeidet Anbieter wie Acer, die dafür bekannt sind, die Festplatten mit unnötiger Software zuzumüllen, und schreckt nicht davor zurück, die Software neu aufzusetzen. Nummer 8. War eure Suche erfolgreich und ihr konntet euch für einen Laptop entscheiden? Dann durchforstet das Internet nach Kundenbewertungen, beachtet besonders die kritischen und langen Rezensionen. Und Nummer 9. Ganz wichtig, ehrt den Laptop als technisches Gerät und haltet Software und Hardware regelmäßig in Stand und ihr werdet lange Freude daran haben. Das waren also die Top 9 der einfachsten, aber doch genialsten Ratschläge, die man beim Laptopkauf beachten sollte. Falls ihr noch weitere Fragen habt, bitte hier unter das Video, ansonsten natürlich auch unter das letzte Video von Level Up. Ihr könnt mir jederzeit über meine E-Mail-Adresse oder aber über Twitter oder über Facebook oder über Google+ oder was auch immer ihr möchtet, Nachrichten zusenden. Ich hoffe, es ist klar, was ich mit diesen neuen Ratschlägen meinte. Falls auch irgendwelche Unklarheiten sind, ich räume damit gerne auf. Ich nehme natürlich auch gerne Zeit für euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.